Der Weg zu flächendeckendem WLAN in Deutschland ist frei. Nach langem Streit hat sich die Bundesregierung nämlich auf ein neues WLAN-Gesetz geeinigt. Demnach soll die verhasste Störhaftung wegfallen. Diese Störhaftung regelte bisher, dass WLAN-Anbieter für das Surfverhalten ihrer Nutzer haften. Wenn also zum Beispiel ein Kunde in einem Café einen Film illegal downloadete, musste dafür der Anbieter den Kopf hinhalten. Diese Gesetzesänderungen sollen theoretisch schon nächste Woche im Parlament beschlossen werden. Demnach wäre der Weg im Herbst vielleicht schon frei für offene WLAN-Hotspots, bei denen man sich nicht anmelden muss. Also ist Deutschland vielleicht schon bald keine Internetwüste mehr? Amazon hat mit seinem Dienst Amazon Video bereits den Streaming-Anbieter Netflix Konkurrenz gemacht. Nun existiert seit gestern das Angebot Amazon Video Direct, das ähnlich wie YouTube funktioniert. User können dort ihre Videos hochladen und gegebenenfalls Gebühren verlangen. Die Nutzer können dann diese Videos mieten, kaufen oder mit Werbung versehen kostenfrei anschauen. Amazon verlangt hierbei die Hälfte der Miet- oder Verkaufserlöse. Ob Amazon Video Direct damit wirklich Konkurrenz für YouTube ist, wird sich zeigen. Die Haut ist unsere Schutzhülle und von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich beschaffen. Viele versuchen, den Alterungsprozess entgegenzuwirken und trotzdem jung auszusehen, legen sich dafür sogar unter das Messer. Vielleicht kann man sich mit diesem Produkt jetzt eine Schönheitsoperation sparen. US-Forscher haben nämlich eine Art zweite Haut entwickelt, die aus Silikonen und Sauerstoffatomen besteht. Das Kollagen verhindert die Alterung und vermindert Falten. Das Ganze lässt sich wie eine Creme auftragen und hält dann 24 Stunden. Man kann es auch jederzeit abziehen, ganz normal, dann kehrt die Haut in ihren Ursprungszustand zurück. Weitere wissenschaftliche News findet ihr auf joyce.de.